Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute reite ich Caspi und zeige euch mal ein paar Ausschnitte vom Reiten, einfach damit ihr mal so einen neuen Stand habt, wie es gerade ist. Ich bin ja jetzt eine Weile nicht geritten, wir hatten ja das Turnier, danach war meine Schulter kaputt, dann war ich beruflich viel unterwegs, dann waren wir im Urlaub. Das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen raus, ich reite jetzt seit einer Woche wieder und die Pferde sind in der Zeit geritten worden oder longiert worden oder hatten auch mal frei, je nachdem. Und ich zeige euch jetzt heute einfach mal, wie so der Stand der Dinge ist. Heute mal mit Caspi, beziehungsweise wir machen heute das mit allen Pferden, aber Cosma nicht, weil die hat ein bisschen Aua, aber egal, dazu komme ich später. Und genau, jetzt mache ich erstmal Caspi und mache euch ein Voice-Over und erkläre euch ein bisschen was. So, wir machen hieraus mal eine kleine Storytime. Ich glaube, das ist ein bisschen spannender, als wenn ich euch die ganze Zeit erzähle, was ich da beim Reiten mache, wo ich mich verbessern kann. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle Augen im Kopf haben und ganz genau wissen, was da schief läuft, woran wir noch arbeiten müssen. Was ich aber sage, ist, dass Caspi echt wahnsinnig dolle Fortschritte gemacht hat. Der hat echt Schwierigkeiten gehabt, ganz lange in seinem Körper anzukommen. Das merkt man auch zum Beispiel an seinem Kopfschlagen. Es ist echt schwierig, für ihn die Balance zu halten. Und ich selber habe beim Durchgucken des Materials zwischendurch gedacht, oh Gott, habe ich irgendwie zu harte Hände. Aber tatsächlich habe ich ziemlich weiche Hände. Ich achte da bei ihm sogar ganz, ganz doll drauf. Man sieht auch zwischendurch ganz leicht den Zügel so ein bisschen durchhängen. Einfach, weil ich versuche, also Zügel durchhängen ist ja auch nicht gut, man muss ja eine stetige Verbindung haben. Einfach, weil ich versuche, ihm eben zu sagen, hey, ich bin da, wir haben eine Verbindung. Manchmal reagiert er super sensibel, dann manchmal reagiert er noch gar nicht. Es fällt ihm einfach noch alles super, super schwer. Und dadurch, dass ich auch jetzt gerade selber nicht ganz so in meiner Balance bin, da sieht man es zum Beispiel jetzt ganz, ganz doll. Galopp, das fällt ihm einfach nur mega schwer. Und ich versuche da so ein bisschen weich mitzusitzen, ihn nicht zu stören, zwischendurch trotzdem mal so ein bisschen links, rechts zu spielen. Also kein Rumgeriegel, das eben war jetzt ein bisschen doller, aber auch nicht beabsichtigt. Also jetzt kein irgendwie bewusstes Runterzerren, aber wie gesagt, ich bin jetzt ja auch nicht perfekt. Genau, dann habe ich einfach angefangen, ein paar Übergänge zu reiten und genau das ist auch der Punkt, wo ich dann halt bei mir merke, dass das ganz wichtig ist, dass ich da auch ganz viel an meiner eigenen Fitness arbeite. Und genau da sind wir jetzt auch dann bei dem Punkt der Storytime. Ich bin momentan, man muss dazu sagen, das Video ist jetzt ja auch schon wieder 2 Wochen her. Ich bin tatsächlich dabei, ordentlich gerade an meiner Fitness zu arbeiten. Das war Shelly, der gerade reingetopst ist. Und einfach wieder mehr Muskelspannung zu kriegen. Es war tatsächlich schon immer mein Schwachpunkt mit meinen Bauchmuskeln. Aber genau, da werde ich jetzt gerade ein bisschen mehr dran arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auf Instagram euch mitgenommen so ein bisschen und hier auf YouTube habe ich es ja auch schon mal angesprochen, dass ich echt so ein bisschen Schwierigkeiten aktuell habe, im Stall wirklich glücklich zu sein und wirklich den Spaß am Reiten zu haben. Merke dann aber auch, dass es mir mit den Pferden unfassbar viel Spaß macht, wenn ich dann da bin. Aber für mich ist es aktuell einfach ein Riesenangang, in den Stall zu fahren. Und es liegt eigentlich nicht daran, dass ich keine Lust habe, Zeit mit den Pferden zu verbringen, sondern ja, irgendwie sind momentan so viele Sachen da, die mich so ein Stück weit halt einfach irgendwie, ja, nicht ganz glücklich sein lassen. Das ist einfach so, da ist drumherum ganz, ganz viel, was irgendwie, ja, ein bisschen schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, oh, jetzt habe ich vorgespult. So, jetzt aber. Genau, und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich versuche hier immer noch so ein bisschen anzukommen in der Region. Ich glaube, was auch ein bisschen traurig ist für mich, das merke ich auch jetzt so langsam erst, wir sind ja auch auf Suche gegangen nach Haus mit Stall und mit Pferdehaltung und allem und ich habe einfach eine sehr klare Vorstellung, wie ich mir meine Pferdehaltung halt vorstelle. Ich möchte meine Pferde eigentlich nicht in Boxen halten und möchte, dass sie eigentlich, ja, Tag und Nacht draußen sind. Ich habe, wie ihr wisst, ganz lange gedacht, oh, ich glaube, ich will einen Aktivstall. Jetzt habe ich allerdings mittlerweile total umgeschwenkt und sage, ich wünsche mir einen Paddock Trail und ich habe so viele Wünsche und Ideen und alles im Kopf und ich glaube, der Umzug hierher hat auch nochmal mir klar gemacht, dass mein Traum wieder etwas in weitere Entfernung gerückt ist, denn ihr könnt euch ja vorstellen, dass der Kauf eines Hauses, der ist jetzt finanziell nicht mal eben schnell gemacht, außer man hat viel, viel Geld auf dem Konto
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt direkt einen Stall hinterher kaufe, ist relativ gering. Dazu kommt auch, dass ich gerade einfach, es war noch nie so unattraktiv, einen eigenen Stall zu haben, weil die Leute bei uns im Stall so toll sind. Aber ja, wie gesagt, ich träume immer noch von meinem Paddock Trail, ich träume immer noch von meinen ganzen Stationen und quasi der Weiterführung von dem, was ich in Hamburg im Stall angefangen habe. Übrigens, schaut mal bitte, wie fluffig Caspi jetzt läuft, nachdem ich da so ein paar Übergänge geritten bin, auch wenn ich die nicht schön geritten bin von mir aus, aber er macht das wirklich toll. Ich bin richtig stolz auf ihn. Naja, und ich glaube, es ist einfach gerade so ein bisschen, dass meine Träume so weiter weggerückt sind und das macht mich ein bisschen traurig, auch wenn ich unser Haus unfassbar doll liebe. Genau, das als kleines Update. Da war ich auch fertig und jetzt muss ich aufhören, weil das Video gar nicht so lang ist. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao!